Wenn die Zombies erwachen, gehen sie auf die Jagd nach dem Mond. Ziel ist es, möglichst viele und punktereiche Vollmonde zu bauen. 4 Karten der gleichen Farbe bilden einen Mond und können als Siegpunkte gesichert werden. Spielt jemand ein Zombies, das schon in der Mondauslage liegt, so holt es Verstärkung. Dann kann er eine Bonuskarte gleich hinterherlegen. Doch das will gut überlegt sein. Je nachdem, welche Karte ein Spieler als letztes legt, darf er mehr oder weniger Karten nachziehen. Dies entscheidet die Dunkelziffer auf jeder Karte. Aufgepasst! Die gelegten Karten sind keineswegs sicher vor den Mitspielern. Spielen diese einen Joker aus, können Karten ganz schnell aus der eigenen Mondauslage verschwinden. Noch mehr Abwechslung kommt ins Spiel, wenn echte Zombie-Meister mit der Zusatzvariante spielen. Dann verleihen die Spielzeuge der Zombie-Tierchen den Spielern besondere Fähigkeiten. Bei Vollmond geht's rund mit Zombies von Huch & Friends.